Ich bin Telenike. Ich bin Zeichner, Illustrator, also Comiczeichner. Und so meine Hauptschwerpunkte sind, ja, außer halt Comic, mache ich sehr gern Architektur. Also da gibt es diesen Begriff des Urban Sketchings. Das ist so ein neudeutscher Begriff für, ja, man kann vielleicht sagen, Reiseskizzen. Also wenn man jetzt in einer Stadt ist, dass man dort keine Fotos macht, sondern Zeichnungen. Ich mag Städte sehr gern. Ich finde das interessant, was Städte ausmacht. Also was eine Stadt von einer Metropole zum Beispiel unterscheidet. Diese Sachen suche ich gerne und halte sie fest im Skizzenbuch. Also das ist Nummer, das kann man glaube ich sehen, das ist Nummer 46. Ich habe also schon sehr lange Skizzenbücher gemacht. Und was gerade ist, das zeichne ich da auch rein. Also jetzt zum Beispiel haben wir gerade ein Filmteam hier. Ich weiß nicht, ob das scharf gestellt ist auf die Entfernung. Und das ist meine Art, Tagebuch zu führen. Ich habe vorher ganz viele andere Sachen gemacht. 1990 war das Abitur. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Drucker, Offsetdruck. Also habe was Richtiges gelernt sozusagen, habe einen Gesellenbrief gemacht. Danach hatte ich Zivildienst gemacht. Und diese ganze soziale Betätigung hat so einen Spaß gebracht, dass ich danach Erzieher geworden bin. Ich habe danach die Ausbildung nochmal gemacht, also noch eine Ausbildung. Nach der Druckerausbildung habe ich diese Ausbildung zum Erzieher gemacht. Danach habe ich als Kindergärtner gearbeitet und in Jugendclubs und auf Bauspielplätzen und habe es auch, ich glaube, fast 10 Jahre gemacht. Zwischendurch bin ich immer wieder gesegelt und bin auf Schiffen gefahren, auf Frachtschiffen und so zum Beispiel. In Hamburg, wo ich aufgewachsen bin, da lebten viele Kapitäne und Steuerleute und die haben häufiger mal Leute, also Kids aus der Umgebung mit aufs Schiff genommen, mit jemandem zum Quatschen haben. Mich halt auch. Darum habe ich einerseits, bin ich so auf Fiedern gefahren. Also Fieder sind Frachtschiffe, die nicht auf große Fahrt fahren, sondern eher so in Europa so rumgondeln. Und auf Segelschiffen halt. Und viel, viel später ist mir dann eingefallen, ich wollte eigentlich ja studieren. Da hatten wir, glaube ich, auch schon 2010. Dann habe ich mich in Aachen beworben. Ich kann rückwirkend gar nicht sagen, warum. Die haben mich genommen. Und da war ich so euphorisch, dass ich direkt nach Aachen gezogen bin. Ich habe dann ein Angebot angenommen, Designwandern zu machen. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Und da war ich bei Felix Scheinberger. Der hatte einen Kurs gemacht. Da ging es, glaube ich, darum, Gespenstergeschichten zu illustrieren für den Rowohlt Verlag. Und das fand ich so cool, dass ich dachte, geil, das muss ich auf jeden Fall machen. Das ist genau das, was ich will. Dann habe ich noch einen Kurs bei Felix Scheinberger gemacht und danach habe ich die Hochschule gewechselt. Das war 2014. Da war ich auch schon im 5. Semester. Und dann habe ich ganz ordentlich mich auf meinen Abschluss hingearbeitet. Und das war ja erst jetzt Februar diesen Jahres. Ich bin also jetzt ordentlicher Bachelor-Absolvent der Hochschule in Münster. Ist im Deutschen Architekturverlag. Der Verlag ist deshalb wichtig, weil hier ist mein Münsterbuch rausgekommen. Der Verlag ist relativ neu, ich glaube 2014 gegründet. Ich bin auf den Verlag zufällig gestoßen. Ich glaube, wir haben auf der Facebook-Seite der Hochschule war eine Anzeige oder eine Suchanzeige gestaltet. Da ging es darum, dass Studenten gesucht wurden für Grafikdesign-Arbeiten. Und ich glaube, da stand drin, das gefiel mir auch noch besonders gut, dass man sich jetzt nicht mit einem Schreiben oder einer E-Mail bewerben soll, man kann auch vorbeikommen, das mag ich sehr gerne. Da bin ich hier vorbeigekommen, also hier am Hansaring. Dann hatte ich so ein bisschen erzählt, was ich mache, also die Zeichnerei mit meinem Architekturinteresse. Ich hatte auch was dabei, also jetzt nicht das Buch, sondern eine Datei. Oder nee, warte, ich hatte das Buch als Kopien dabei, richtig, ausgedruckt als Kopien, weil das war ein Schein für die FH und der Verlag hat gleich gesagt, finden wir interessant, das drucken wir, ist auch passiert. Und nach einigen Monaten, als es dann darum ging, ein Bachelorprojekt zu wählen, also zu überlegen, was mache ich als Abschlussarbeit, hatte mich der Björn Sandmann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch über Münster zu machen und ich fand die Idee gut. Und so entstand die Idee für das Bachelorprojekt. Also, das ist es. Ist eingeschweißt, ich kann es gerade nicht aufmachen. Und ja, das war also ganz von selbst und natürlich entstanden und immer noch eine schöne Geschichte. Ich denke da sehr gern dran zurück.
Also als ich jetzt dieses Buch gemacht habe, dieses Münster, Illustrierter Spaziergang, habe ich die Stadt erst richtig kennengelernt. Das ist ja manchmal so, dass man in einer Stadt lebt für einen bestimmten Grund, vielleicht berufliche Gründe. Und eigentlich hat man gar keine Zeit, die Stadt richtig anzugucken. Aber durch das Buch konnte ich richtig die Innenstadt mir erobern. Ich bin dann zum Beispiel durch die Altstadt gelaufen und kenne mich da richtig auch gut aus inzwischen. Da bin ich ganz froh drüber. Ich bin aber auch die Ahr lang gelaufen, also diesen kleinen Fluss. Und habe dadurch Nischen und Ecken entdeckt, die ich so gar nicht entdeckt hätte und die mir sehr gut gefallen. Also wenn ich jetzt gefragt werden würde, was ist so der Traumort, wo ich gerne zeichnen will, da fallen mir so viele Orte ein. Ich würde sehr gerne zeichnen in Tokio, ich würde sehr gerne zeichnen in Hongkong. Es muss aber auch gar nicht unbedingt die teuerste Stadt der Welt sein. Ich würde auch gerne in Wuppertal zeichnen. Ich finde auch, dass so Städte, die keiner so richtig kennt, extrem viel coole Ecken haben. Also auch Bochum und Essen und Dortmund würde mich wahnsinnig interessieren. Das sind jetzt Städte, die sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie die schönsten Städte Deutschlands sind, aber ich finde sie wahnsinnig interessant. Gerade Städte, die so viele Bausünden haben und relativ wenig Historisches, da finde ich spannend, nach was Interessantem zu suchen oder nach was Altem zu suchen. Das ist etwas, was mir beim Urban Sketching sehr gefällt. Also diese Suche nach interessanten Ecken und tollen Kompositionen. Also was Städte betrifft, da wäre ich wirklich sehr frei in der Auswahl. Es gibt, glaube ich, nur wenige Städte, wo ich sagen würde, nö, finde ich langweilig. Ich würde sagen, ich zeichne jeden Tag immer so um die 4 Stunden an Projekten, an neuen und alten. Der Rest ist tatsächlich Akquise oder ich bin unterwegs. Das heißt, ich muss mich aktiv um Kunden kümmern und die treffen. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwo hinfahre, in eine andere Stadt und dort irgendwas mache. Ich mache Workshops im Moment sehr viele und nicht nur in Münster, auch in anderen Städten. Zurzeit mache ich alles, was irgendwie mir nützt als Zeichner und als Urheber. Allerdings die Themen, die ich bediene, also als Zeichner, da habe ich ja Architektur erwähnt und Comic und Seefahrt, die werden sich, glaube ich, nicht mehr ändern. Nur die Art, wie ich sie oder das Volk bringen, ist vielleicht noch nicht ganz in Stein gemeißelt. Also ich sag mal so, jetzt ist ja meine Ausbildung zu Ende und ich glaube schon, ich werde hier bleiben, weil es mir hier gefällt. Gerade hier im Hafen, das ist eigentlich meine Lieblingsecke. Also der Hafen, dieses nicht ganz fertige Gebiet ist auf jeden Fall ein Ort, wo ich mich sehr wohl fühle. Halt auch wegen meinem Netzwerk und so und wegen Leuten, die man kennengelernt hat.